werde sterben. Roland hat mich nach Sanctuary zwangsübersiedelt, angeblich zu meiner Sicherheit. Aber die Bewohner dieser Stadt sind eine Zumutung. Eine junge Frau sagte heute Hallo zu mir. Ich starrte sie an, während mein Verstand fieberhaft einen Weg suchte, dieser unfreiwilligen Interaktion zu entkommen. Als mein Gesicht durch den Stress zunehmend rot anlief, platzte ein Blutgefäß in meiner Nase und eine Blutfontäne aus meinen Nasenlöchern spritzte uns beide voll. Sie rannte schreiend weg. So froh ich zu diesem Zeitpunkt auch war, ich fürchte, dass Blutfontänen aus meiner Nase keine realisierbare Langzeitstrategie sind, um Konversation zu vermeiden. Wie höchst erbaulich! Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod liegt bevor.
Heute wieder beschäftigt, als ich einen ausgeweichten Skag an meine Eingangstür nagelte, um Besucher abzuschrecken. Was will Jack mit dem Kammerschlüssel? Hat der Schlüssel sich die ganze Zeit nur aufgeladen, als er in meinem Besitz war? Hat er sich darauf vorbereitet, seine Alien-Kräfte auf Pandora zu entfesseln, um Eridium zum Vorschein zu bringen oder noch mehr Alien-Ruinen aufzuschließen? Ich werde mich eingehend mit diesen Fragen befassen, sobald ich meine Wände schallisoliert habe, um von dem permanenten Frohsinn der Bewohner von Sanctuary verschont zu bleiben. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Aber ich war der Bessere. Nun plündere ich dich. Thank you.
Krieger gestoßen. Sie erzählen von einem magischen Schlüssel, der ihn wieder zum Leben erwecken kann. Wenn meine Vermutungen, wie üblich, richtig sind, ist womöglich vom Karma-Schlüssel die Rede. Außerdem sagte mir ein junger Mann beim Einkaufen, ich sei hübsch. Meine Reaktion fiel überraschend verhalten aus. Ich verbrachte lediglich 3 Stunden würgend über einem Eimer.